Mein Nummer 1 Spiel für die Weihnachtszeit ist ohne Frage Buzz Quiz TV für die PlayStation 3. Ja, das ist schon ein bisschen betagt und wir spielen es auch nicht mehr wirklich häufig, aber an solchen Anlässen ist es einfach toll, wenn man gemeinsam im Zimmer sitzt, auf dem Sofa hockt und die Tortenschlacht oder das Bombenspiel gegeneinander spielt und dann im großen Finale gemeinsam quasi dem entgegenfiebert, wer denn jetzt der große Gewinner der Runde ist. Das ist immer wieder lustig und führt zu vielen spaßigen Momenten, aber noch viel mehr, normalerweise nutzen wir das an Silvester, ist es der Sofa-gegen-Sofa-Modus, wo wir dann eben innerhalb der Familie, wir sitzen dann so an drei Orten verteilt, schalten uns online zusammen, machen nebenher Videotelefonie, um auch wirklich live beieinander zu sein und zocken einfach als Sofa gegen andere Sofas. Das ist unfassbar spaßig, auch nach so vielen Jahren noch. Es hat Tradition, es macht Spaß und wir werden es dieses Jahr auch an Weihnachten wieder machen, um einfach so ein bisschen näher zusammenzurücken und auch auf der Ferne Spaß miteinander zu haben. Kann ich jedem nur empfehlen, sofern ihr noch eine PlayStation 3 habt. So ein klassisches Weihnachtsspiel haben wir bei uns in der Familie nicht. Dennoch gibt es da eine Sache, an die ich mich sehr gut erinnern kann. Und das war vor 2 Jahren, da war meine Oma ausnahmsweise mal Heiligabend zu Besuch bei uns schon. Und da haben wir an dem Abend Wii Sports gespielt. Vor allem Bowling, was sie zwar immer Kegeln genannt hat, aber das ist ja auch im Prinzip das Gleiche, ne Leute? Und ja, das Tolle daran war, dass jeder mitgemacht hat, bis auf meinen Vater. Der macht eigentlich so gut wie nie mit. Man muss den immer erst eine Stunde überreden, bevor er sich dann doch vielleicht mal entschließt mitzumachen oder auch nicht. Und ja, es hat einfach großen Spaß gemacht, weil wir zusammen waren, weil jeder mitmachen konnte, weil das Spiel relativ intuitiv ist, man keine große Erklärung braucht und durch die Handschlaufe dann auch selbst so Leute wie meine Oma nicht den Controller in den Fernseher reinwerfen. Dementsprechend hat das ganz gut funktioniert und wir hatten sehr großen Spaß. Ansonsten sind wir aber auch eher die Leute, die Gesellschaftsspiele an Weihnachten spielen. Videospiele in Bezug auf Weihnachten. Das ist für mich tatsächlich etwas ganz Besonderes. Ja, vor allem als ich ein Kind war, war das ein magischer Augenblick, etwas ganz Besonderes. Die Spiele, auf die man gewartet hat, die man herbeigesehnt hat, dann endlich in den Händen zu halten und an diesem Abend dann das erste Mal wirklich spielen zu können. Das war etwas, ja, magisches kann man wirklich sagen. Und besonders ist mir da Wii Sports Resort bei meiner Wii, die ich damals bekam, in Erinnerung geblieben. Einfach die Art und Weise, wie man das dann gespielt hat, mit dieser genauen Steuerung, mit der Wii Remote und dann einfach dieses Schöne, diese Sportarten, was alle anspricht, mit der ganzen Familie zu spielen, mit meiner Schwester, mit meiner Mutter, die sonst nicht so viel mit Videospielen zu tun haben, sei es jetzt Schwertkampf oder Basketball, das bleibt mir einfach ewig in Erinnerung.